Also wir müssen wieder ganz da oben, ey. Warum hätte sie uns die Aufgabe nicht wieder, also auch da unten geben können? Wo, da draußen, außerhalb der Stadt. Wo komme ich hoch? Uff, knapp. Hi, Amber. Was geht? Wir stehen schon neben dir. Du brauchst nicht so schreien. Prüfung kann weitergehen. Yep. Gleite durch Markierung, ohne zwischendurch abzusetzen. Okay. Hallo? Hä? Hä? Oh, wow. Ich habe nicht gesehen, dass ich da landen muss. Jetzt darf ich nicht, jetzt darf ich bitte nicht ganz von vorne machen, oder? Ups, falsche Taste. Die wollte ich. Direkt mal einen Teleportationspunkt mit freigeschaltet, wo ich gerade mal hier bin. Oh, noch eine Kiste gibt's auch. Geil. Sorry, Amber. Die Kiste ist wichtiger. So. Über zur nächsten Phase. Immer noch nicht fertig. Alter, Amber, was ist denn das für ein Test? Wenn ich den letzten Test bestehe, qualifiziere ich mich für die Fluglizenz. Das heißt, ich habe sie dann immer noch nicht. Oh mein Gott. Amber. Ist das beabsichtigt? Während wir fliegen, quatscht er uns an. Ich denke mal, das ist beabsichtigt, weil er hat ja auch was vom fliegenden Objekt gesagt, aber okay. Oh. Wirklich, ich mache gerade eigentlich die Aufgaben für den Flugschein und jetzt fragt mich immer nach dem Flugschein. Das ist doch sowas von beabsichtigt. Amber, bitte komm zu mir. Alles, was du sagst, wird der Wind nie vergessen. Ah, okay, cool. Warte, ich bin gerade im Test. そうだったのか。Danke, Amber.
このタイミングでテストとは間が悪いな。何かあったの？会長が風の翼で逃げていったと修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。会長？誰だそいつ？Ein komischer Vogel, das klingt lustig, sagt Paimon. Also, eine Ordensschwester hat eben, oder keine Ahnung, von einem Schnurr, was auch immer, ne, gesagt, dass der komische Vogel mit einem Gleiter weggeflogen ist. Und deswegen hat er gerade gedacht, ich wäre der komische Vogel. Mondo no Hanzaisha da. Itsumo kaze no tsubasa o tsukatte hankou ni oyobu kara, kaichou no naga tsuita. Aha, weil er seine Verbrechen immer mit einem Windgleiter begeht, wird er der komische Vogel genannt von den Leuten. Okay. Und Emma fragt nach, fliegt er sehr schnell? Bislang hatten sie noch keine Chance, ihn dingfest zu machen. Sie wollten ihn diesmal mit einem Kulturschatz aus der Kathedrale ködern. Aha. Okay. Dann ist er damit abgehauen. Eine Markierung mit elementarer Magie. Ich vermute mal auf dem Schatz, nicht auf dem Dieb. Er fliegt zu schnell. Emma wird uns den helfen, das ist sehr schön. Von Quellingen. Schon eine Zeit her. Wenn wir den komischen Vogel schon fassen, ja, eigentlich kein Problem, aber was ist mit der Flugprüfung? Bitte sag Emma, dass das dann einfach meine Prüfung ist. Bitte. Sobald wir den komischen Vogel gefunden haben. Ach nein, komm, Ember, bitte, lass es als Prüfung gelten. Wenn ich ihn alles erkläre. Okay, und dann zählt das als meine Prüfung. Dankeschön. Okay. Wo müssen wir hin? Da hinten. Frage, komme ich von hier aus dahin? Mit dem Gleiter. Eigentlich schon, ne? Aber ich gehe mal lieber auf den Turm. Ich glaube, das ist etwas sicherer, weil es höher ist. Oh! War eine gute Idee. Wieder eine Truhe. Ich glaube, ich sollte hier überall in der Stadt mal gucken, wegen Truhen. Mit dem Gleiter kann ich jetzt auch fast überall hinkommen. Nein! Ich bin drüber gesprungen. Egal. Sollte noch hinkommen. Und da sind wir jetzt dann auch in einem Teil, wo wir noch nicht waren. Ich lande im Wasser. Ich werde nass. Naja. Passiert schon mal, dass man nass wird. So. Kann man die aufmachen? Nein, kann man nicht. Eine Reddish. Noch ein Reddish? Nee, das war der nicht halt, ne? Okay. Dann schauen wir doch mal. Naja, eigentlich sind wir schon in Quellingen-Nember, aber okay, wir gucken uns um. Ja, der Kulturschatz ist mit einer Markierung versehen. Ah, stimmt, der Elementarblick. Richtig, okay. Wie war das? Hopkins, der Fabelhafte.
Will ich mit dem reden? Ich sehe gerade irgendwie nichts. Nur uns mal den Teleporter hier. Zack. Alter. Der geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven da unten, ne? Ich sehe nichts weiteres. Ah, oh, warte mal. Das müssten doch für deinen. いや。 とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。 Okay, so und dann muss er dazu sagen, ich habe nicht auf die Minimap geachtet. Tut mir leid. Ach, da brauche ich sogar diesmal jetzt nicht mal mehr meinen Blick anwenden. Das liegt schon da. Zerrissener Stoff. このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。 Ein Stück Stoff mit Animus-Spuren. Das könnte ein Windgleiter gewesen sein. Okay. Als Kundschaft hat man da wohl doch einiges drauf, Mann, Paimon. Manchmal finde ich ja solche Begleiter mal toll. Nicht immer, aber manchmal finde ich halt toll, aber die hauen manchmal Sprüche raus, wo ich mir denke, uff, du machst dir gerade keine Freunde damit. Okay, wenn es dem komischen Vogel gehört, muss der Windgleiter kaputt sein. Die Elementarspuren zeigen immer nach vorn. Paimon fragt noch, ob er immer nur gerade ausgeflogen ist. Okay. Das sehe ich genauso. Wenn wir hier rumraten, finden wir es nie heraus. Ja, folgen wir den Spuren weiter. Wir haben ein Geräusch gehört. Klingt nach einem Kampf. Machen wir doch. Machen wir doch. Wo müssen wir? Okay. Wir holen uns erstmal hier. Okay, einen habe ich bekommen, den anderen sehe ich gerade wieder nicht. Ach doch, da oben am Baum vorbei. Ja, ich hätte... Wenn man immer wüsste, wo die hinfliegen, dann... Ja, schieß auf den Mann. Oh. Habe ich Ulti dafür benutzt. War doof. Er sagt, was für ein Glück. Die Hildeschule werden ihn nicht weiter verfolgen. Okay, wer bist du denn? Alter, der ist voll riesig, kann das sein? Guck mal, wie Emma hochgucken muss. So gut, sie ist auch nicht unbedingt groß, aber... Wurden von ihnen angegriffen. Zum Glück sind sie schnell davon gerannt, aber du hattest nicht so viel Glück. Aber
Emma sagt auch, die meisten Lager von denen müssten doch vom Ritter Unfall beseitigt worden sein. Okay, ist ein Obsthändler, sehen wir jetzt. Und bei seinen Warenlieferungen macht er eigentlich einen großen Bogen um das kleine Lager von denen. Aha, das ist den wir suchen. Der ist in deren Lager gefallen. Okay. Das kommt bei mir bekannt vor. Und die sind dem sofort gefolgt, okay. Sein Wagen mit Früchten ist umgerannt worden. Wie soll er sein Geschäft machen morgen? Tja. Emma fragt nach, wie sah der aus? Er hatte was getragen und konnte deswegen wahrscheinlich nicht richtig fliegen und ist abgestürzt. Ah ja, das ist doch sicher unser Mann. Hat er keinen Flugschein, man darf auch keine schweren Sachen beim Fliegen tragen. Er wird ihn anzeigen, damit der Flugschein ihm abgenommen wird. Das hätte man schon vorher wissen können, Ember. Ja, das ist bestimmt der komische Vogel. Wohin ist er gegangen? Geradeaus. Geradeaus ist immer so eine tolle Wegbeschreibung, ne? Vor allem, wenn man dann am besten in die falsche Richtung gerade guckt. Yep. Na, okay. Ich würde sagen, gefühlt bin ich gerade auch viel größer als Ember, was ich vorher nicht war. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der Boden halt nicht eben ist. Na gut. Okay, dann soll sich keine Sorgen machen, wenn wir zurück nach Windstadt kommen, wird sie Bescheid sagen, dass der Ritterorden die restlichen Lager beseitigen soll. Na, die Ulti ist natürlich leider weg. Kann ich das hier? Nein, kann ich nicht. Ich bin rettisch. So. Warum friere ich mich mal ein? Was will der komische Typ mit seiner Schaufel hier eigentlich? よし、旅人、元素の痕跡をたどってみよう。
Wir haben noch was zu plündern. So. Erst immer schön plündern alles, was man sieht. So, wohin? Der hier in die Richtung? Okay. Es gibt keine weiteren elementaren Spuren. Elementare Energie ist wohl aufgebraucht. Das ist aber doof. Deswegen wurden wir von diesen komischen Bauerntypen angegriffen. Für mich sahen die erst. Also vor allen Dingen der mit der Schaufel sah aus wie so ein Bauer. Der hat irgendwie sein Feld gerade eigentlich am Bearbeiten ist. Pharma, Entschuldigung, vielleicht auch das. Dadurch können wir warten. Okay. Ja, wir werden ihn aufhalten, das ist richtig. Oh, fast Level 10. Verstecktes komischen. Ah, so, das ist eine Höhle, Leute. Ich habe gerade gedacht, hä? Oh, Dungeon. Nice. Fliegen ist die Belohnung für den Mut. Der komische Vogel versteckt sich irgendwie in diesem Tempel. Du darfst ihn nicht davonkommen lassen. Zeige, dass du zeige, was du bei deinem Flugtraining gelernt hast. Okay. Wir fliegen. Wir bleiben in der Konstellation. Warum sollte ich das wechseln wollen?